Herzliches Willkommen zu Transfermarkt TV. Ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Drei Highlights erwarten uns an diesem Wochenende und wir versorgen euch jetzt mit den News drumherum. Das sind unsere Themen. Wir sprechen mit KSC-Manager Oliver Kreuzer über den DFB-Pokal und Ablösesummen. Jürgen Klopp und die Premier League legen los. Wer sind die neuen Gesichter? Und was gibt's eigentlich Neues von Mbappé und Dembélé? Wir starten gleich durch mit unserem Transferticker. Kurz und kompakt, diese Profis haben ihren Wechsel schon vollzogen. Zum Beispiel der Brasilianer Naldo. Er hat genug von der russischen Kälte, wechselt aus Krasnodar zu Espanyol Barcelona und bekommt dort einen Vertrag bis 2020. Bei den Russen hatte er in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 24 Einsätze, zuletzt allerdings seinen Startplatz verloren. Dieser Profi hat Heimweh und zwar nach Atalanta Bergamo. Martin de Roon kehrt zurück nach nur einem Jahr beim FC Middlesbrough. Die Ablöse beträgt 8 Millionen Euro. Und Jordan Amavi, Olympique Marseille, hat den Franzosen vorgestellt. Er kommt von Aston Villa. Es handelt sich um eine Leihe plus Kaufoption. Auch zum Ende der Woche brodelt die Gerüchteküche weiter und wir zeigen euch jetzt, wer hier welches Süppchen kocht. West Ham United soll angeblich an William Carvalho interessiert sein. Er käme von Sporting Lissabon. Sie haben auch schon ein erstes Angebot abgegeben, über 30 Millionen, aber die Portugiesen wollen lieber 40, denn das ist die festgeschriebene Ablösesumme des Ausbildungsvereins des 25-Jährigen. HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga soll im Fokus von Leeds United sein. Er könnte für ein Jahr nach England ausgeliehen werden. Der FC Ingolstadt hat die Spieler Tisserand und Hadajonay suspendiert bis Ende August. Sie sollen ihre eigene Situation überdenken. Paris Saint-Germain hätte gerne noch einen Torhüter, und zwar Jan Oblak von Atletico Madrid. Und um die Ausstiegsklausel von 100 Millionen zu umgehen, bieten die Franzosen angeblich Javier Pastore. Der wird nach der Verpflichtung von Neymar nämlich nicht mehr gebraucht. Schon gar nicht sollte dieser Mann noch kommen. Kylian Mbappé, angeblich ist der Vertrag zwischen Monaco und Paris unterschriftsreif. Die Ablöse würde bei 180 Millionen liegen, also mal wieder kein Schnäppchen für PSG. Ja, und dann noch ein kleines Update. Gestern hatten wir ja gemeldet, Ousmane Dembélé sei verschollen. Er ist wieder da, juhu könnte man sagen. Allerdings kommt ihm das Ganze sehr teuer zu stehen. Er war ja unentschuldigt vom Training ferngeblieben. Er muss jetzt eine Geldstrafe in sechsstelliger Höhe bezahlen. Außerdem ist er vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert bis nach dem DFB-Pokal. Wir schauen mal, wie das noch weitergeht. Spürt ihr es auch schon wieder, dieses Kribbeln? Bald geht es ja wieder los, die Bundesliga, und traditionell den Auftakt bildet der DFB-Pokal. Der startet heute Abend in die erste Runde und das ist immer der Vergleich Klein gegen Groß, David gegen Goliath. Und das wird auch bei den Transferausgaben deutlich, die wir mal verglichen haben. Die dritte Liga zum Beispiel hat nur 195.000 Euro ausgegeben, mehr eingenommen folglich. Und das ist der Top-Transfer Marvin Wanicek vom KSC. Die zweite Liga mit dem Top-Transfer Stefan Kutschke, 1,5 Millionen zu Ingolstadt, knapp 12 Millionen nur ausgegeben. Und die Bundesliga, klar, die hat richtig zugelangt. Hier Carlo Ancelotti mit Tolisso und James, den beiden Top-Transfers des FC Bayern. Insgesamt 472,9 Millionen ausgegeben. Die Zweitligisten und die Drittligisten haben mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Ja, und dann wollen wir auch mal drauf blicken. Wie lauten denn die Begegnungen von heute Abend? Vier Stück gibt es und es sind auch zwei Bundesligisten im Einsatz. Sie haben ja quasi einen Kaltstart, noch kein Pflichtspiel gehabt. Als erstes muss allerdings Dynamo Dresden bei Koblenz antreten. Dann spielt Bayer Leverkusen gegen den KSC. Gladbach fährt nach Essen und Holstein Kiel empfängt Eintracht Braunschweig. Das ist ja eine spannende Begegnung zweier namhafter Clubs, die wir heute Abend im DFB-Pokal sehen. Der Karlsruher SC empfängt Bayer Leverkusen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt den Sportdirektor der Karlsruhe, Oliver Kreuzer, in der Leitung haben. Grüß dich. Hallo, guten Morgen.
Olli, es ist ja so, ihr seid schon in die Saison gestartet, Bayer Leverkusen noch nicht. Was erwartest du heute Abend für eine Begegnung? Ja, ich hoffe auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Natürlich ist Bayer Leverkusen der Haushoch-Favorit. Das ist der Erstligist immer, wenn er auf einen Drittligisten trifft. Auf der anderen Seite wissen wir alle, der Pokal hat nun mal eigene Gesetze und wie du es gerade gesagt hast, wir haben ja schon 4 Pflichtspiele in den Beinen. Für Leverkusen ist es heute Abend das erste Pflichtspiel und jeder weiß, dass sich da der Erstligist oftmals schwer tut und auch in der Vergangenheit hat es schon die eine oder andere Überraschung gegeben in der ersten Runde und da hören wir uns auch auf. Ne? Du hast immer eine Chance in einem Spiel auch gegen den Erstligisten und deswegen, das Spiel beginnt bei 0-0. Und von daher gesehen haben wir alle Möglichkeiten, auch heute Abend eine Runde weiterzukommen. Ja, absolut. Heißt es dann kämpfen bis zum Umfallen? Ihr habt schon 4 Spiele in der dritten Liga absolviert, 4 Punkte gesammelt. Wie ordnest du euren Saisonstart generell ein? Gut, wir sind natürlich nicht zufrieden mit der Punkteausbeute. Wir haben uns natürlich nach 4 Spieltagen schon etwas mehr ausgerechnet. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, wir haben einen komplett neuen Kader auf die Beine gestellt. Wir haben 17 neue Spieler verpflichtet. Das braucht natürlich auch seine Zeit, bis da eine Mannschaft entsteht, bis gewisse Automatismen eingespielt sind, gewisse Abläufe eingespielt sind. Auf der anderen Seite trotzdem, der ein oder andere Punkt mehr war möglich, haben wir leider nicht bekommen. Aber trotzdem jetzt nach dem ersten Sieg, letztes Wochenende gegen Wiesbaden, sind wir da jetzt in der Spur und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch langsam ins Rollen kommen werden. Apropos neuer Kader, wir reden hier auch oft über diese neuen horrenden Transfersummen, 222 Millionen für Neymar zum Beispiel. Das treibt einem irgendwie die Tränen in die Augen vor Lachen und vor Weinen. Was denkst denn du als Sportdirektor über diese Summen? Ja gut, wenn ich meine Drittliga-Zahlen anschaue, dann ist es in der Tat wirklich so, dass mir da Tränen in die Augen kommen. Aber ernsthaft, das ist natürlich jenseits jeglicher Vorstellungskraft und auch Realität. Auch wenn das Geld im Umlauf ist, auch wenn diese Leute aus China oder Katar dieses Geld in Umlauf bringen, ich finde das einfach surreal. So viel ist kein Spieler wert. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, wo endet das? Ne? Weil diese Leute, die haben noch mehr Geld und soll der nächste Spieler dann irgendwann 300 Millionen Euro kosten. Also damit kann ich wenig anfangen. Ich glaube auch, dass irgendwann mal das wieder ein Ende finden wird, dass man irgendwann mal wieder zur Normalität zurückfindet und das würde ich mir auch wünschen. Ja, verständlich. Ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt, wie die Fans vielleicht diese Saison und dann auch auf diese Dinge reagieren werden. Wenn wir über die Bundesliga allgemein sprechen, die dann jetzt auch wieder losgeht, was erwartest du da? Könnte es die Saison irgendwelche Überraschungen geben? Ich glaube, dass es dieses Jahr auf jeden Fall etwas spannender wird. Es wird keinen Durchmarsch geben der Bayern. Daran glaube ich nicht. Der Titel wird natürlich wieder über den FC Bayern gehen. Auf der anderen Seite wird es spannender sein, vor allem in Dortmund als starken Konkurrenten. Es wird auch spannend sein zu sehen, wie sich Hoffenheim, speziell auch Red Bull Leipzig, in der Champions League schlägt. Ne? Das ist für den Verein was Neues. Sie haben jetzt diese Mehrbelastung, wie sich das auf die Liga auswirkt. Die Liga wird sehr ausgeglichen sein. Es gibt von Haus aus keinen potenziellen Absteiger, wo man sagt, das ist ein Verein, der wahrscheinlich wieder runtergeht. Es gibt 2 starke Aufsteiger mit Hannover und Stuttgart. Und von daher gesehen, es gibt eine ausgeglichene, spannende Liga. Aber wie gesagt, ich glaube, sie wird am Ende des Tages dann doch wieder in den FC Bayern gehen, die Meisterschaft. Okay, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Und vielleicht zum Schluss noch, wird das was mit dem Wiederaufstieg des KSC? Ja oder nein? Das ist unser großes Ziel, das ist unser aller Wunsch und wie gesagt, es ist eine lange Meisterschaft und auch ein langer Atem in den 38 Spielen. Am Ende des Tages, glaube ich, wird sich die Qualität durchsetzen und davon haben wir eine Menge. Also ich stehe davon aus, dass wir es schaffen werden, ja. Viel Erfolg dafür und natürlich gutes Spiel heute Abend. Alles Dankeschön. Klar. Danke, Diana. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Wir haben es gerade gehört, auch Oliver Kreuzer wird ein bisschen schwindelig in seinem Bürostuhl bei diesen Ablösesummen. Und wir hatten euch ja gestern nach eurer Meinung gefragt. Was sagt ihr? Entfernt sich der Fußball immer mehr vom Fan durch diese horrenden Ablösesummen? Und wir wollen mal auf ein paar Meinungen von euch blicken. Schnüdelsport hat sich zu Wort gemeldet. Mir persönlich ist es völlig Schnurz, solange der Ball rollt. Seit ich denken kann, ist Fußballprofi ein Traumberuf für unzählige Jungs. Wenn sie gut genug sind und in den Profibereich vordringen, müssen sie heutzutage ihr komplettes Leben bereits als Jugendliche ihrem Ziel unterordnen. Das ist ein großes Opfer, was viele einfach wegen dieses geilen Sports auf sich nehmen. Viele sicher aber auch wegen Fame und Geld. Die Strahlkraft der Stars und ihr monetärer Wert hängen meiner Meinung nach leider direkt zusammen. Und Machmann sagt noch, der Fußball entfernt sich doch nicht von den Fans aufgrund der Ablösesummen oder der Gehälter, sondern aufgrund der Art und Weise, wie es zu diesen Ablösesummen kommt. Auch auf der Insel rollt der Ball wieder, die Premier League geht los und wo viel ist, da wird auch viel ausgegeben. Wir haben mal eine Auflistung für euch, wie viel haben die Top-Clubs ausgegeben in diesem Sommer für Transfers. Und ein Club zeigt sich besonders knauserig, Tottenham Hotspur. Die haben gar nichts ausgegeben, 0 Euro bedeutet aber auch 0 Spieler. Und in dieser Tabelle auf Rang 10, wer hat das viel Town, der Aufsteiger um den deutschen Trainer David Wagner. Er durfte immerhin für 43,1 Millionen shoppen gehen. Der FC Arsenal immer noch mit Arsene Wenger und mit Neuzugängen für 53 Millionen Euro auf Platz 7. Und dann kommen die beiden Stadtrivalen Manchester United auf 2, José Mourinho immerhin 164,4 Millionen Euro und sein Erzrivale Pep Guardiola. Er ist nun mal der Mann, der die größten Shoppingtüten davonträgt. Manchester City hat das Geld mal wieder sehr freizügig ausgegeben, insgesamt 240,5 Millionen. Ja, und am Rande gibt es eine ganz lustige Geschichte, denn bei einem Mann, bei Danny Rose von Tottenham Hotspur, der Linksverteidiger, kommt diese Sache gar nicht gut an. Der Sparwahn seines Vereins leuchtet ihm irgendwie nicht ein und er hat sich ausgerechnet in den englischen Medien zu Wort gemeldet. Ich sage nicht, dass man 10 Spieler kaufen soll, aber ich würde liebend gern 2 oder 3 sehen und keine Spieler, die man googeln muss und sagt, wer ist das? Ich meine bekannte Spieler. Es würde mich motivieren, einen Topspieler durch die Tür kommen zu sehen. Ich kaufe es Ihnen nicht ab, dass wir niemanden mehr brauchen. Ja, sehr selbstbewusst, würde ich sagen, der junge Mann. Es kostet ihn übrigens einiges, diese Aussage, 144.000 Euro. Das sind bei ihm allerdings nur 2 Wochengehälter. Ja, und wer sind diese neuen Gesichter in der Premier League? Wir haben für euch mal eine Top 11 der Neuzugänge erstellt und beginnen im Tor. Dort würde der Brasilianer Ederson stehen. Er kam von Benfica zu Man City, also zu Pep Guardiola. Marktwert momentan 22 Millionen Euro. Und vor ihm könnte dann zum Beispiel Antonio Rüdiger agieren. Er kam ja vom AS Rom nach London zu Chelsea. Außerdem hat auch Pep Guardiola noch 2 neue Verteidiger bekommen mit Mendy und Danilo. Und wenn wir mal aufs Mittelfeld, also auch auf die kreative Zentrale blicken, dann gibt's auch da 2 neue Spieler für Guardiola und 2 neue bei Everton mit Klaassen und Ramirez. Dafür hat der Verein knapp 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Und Tore braucht's natürlich auch. Da sehen wir Lacazette und Alvaro Morata. Die beiden sind nach London gewechselt, aber zu verschiedenen Vereinen, versteht sich. Beide Marktwert 40 Millionen Euro. Also ganze 5 Neuzugänge von Pep Guardiola sind in dieser 11 vertreten. Und er muss dann am ersten Spieltag auch gleich ran zu einem sehr interessanten Duell, nämlich zum Aufsteiger aus Brighton. Und der Kollege Carsten Germann von Transfermarkt, er ist dort für das Ressort England zuständig, macht sich da mal so seine Gedanken. Bei den Aufsteigern muss man zum Start auf Brighton achten. Die haben mit Davy Brüpper aus Eindhoven und Matt Ryan vom FC Valencia ihren klubinternen Transferrekord gleich 2-mal eingestellt in diesem Sommer.
Und nun treffen sie zum Start auf den absoluten Transfergrösus Manchester City. Pep Guardiola durfte über 240 Millionen Euro ausgeben. Allein Benjamin Mendy von Monaco hat er sich 50 Euro, Millionen Euro kosten lassen. Und nun geht es zum Start gegen Brighton. Da können die Gegensätze eigentlich gar nicht krasser sein. Der Marktwert, der Kaderwert von Brighton liegt um 540 Millionen niedriger als der von Manchester City. Aber das ist die Premier League. Und das sind die Männer, von denen Carsten Germann gesprochen hat. Zum Beispiel Shane Duffy. Er kommt von den Blackburn Rovers für noch 5,3 Millionen Euro bescheiden. Matthew Ryan war ein bisschen teurer, kommt aus Spanien von Valencia. Davy Prepper, den Mann haben wir hier schon kennengelernt, von PSV für 13 Millionen Ablöse. Und jetzt der Königstransfer José Izquierdo für 15 Millionen vom FC Brügge. Auch für alle Holland-Fans brechen wieder gute Zeiten an, denn die Eredivisie legt ebenfalls wieder los an diesem Wochenende. Großes Augenmerk natürlich wie immer auf Ajax Amsterdam, nicht zuletzt nach dem Erreichen des Europa League-Finals in der vergangenen Saison. Aber es hat einen Umbruch gegeben. Auch der Trainer Peter Bosz hat ja den Verein verlassen und ist zum BVB gewechselt. Und ihr wisst das ja, es ist quasi eine Liga, in der viele junge Talente ihre ersten Schritte machen. Und wir haben euch mal eine Auflistung der Top 5 Spieler mit den höchsten Marktwerten. Und auf Platz 5 finden wir Hirwin Lozano. Er ist 22, aus Mexiko und spielt bei PSV. Auf 4 Dafinson Sanchez von Ajax Amsterdam. Er hat einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Und von diesem Mann haben Sie sicherlich auch schon gehört. Nikolaj Jørgensen von Feyenoord Rotterdam, sein Marktwert 13 Millionen Euro. Kasper Dolberg, der Däne, der Stürmer von Ajax Amsterdam, 14 Millionen sein Marktwert. Und ebenfalls von Ajax Amsterdam Hakim Ziyech, 15 Millionen, also noch eine Million mehr, ist sein Marktwert. Er ist auch der älteste dieser Spieler und wie ihr seht, drei Spieler kommen von Ajax Amsterdam. Auf diese Jungs können wir uns also freuen, aber was erwartet uns sonst noch in dieser neuen Saison? Transfermarktexperte Felix Keuerleber schildert uns mal seine Meinung. Es wird auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Saison. Ein offener Titelkampf, wie schon die letzten Jahre. Es ist auch gar nicht so einfach zu sagen, wer der absolute Favorit ist. Meines Erachtens hat sich Feyenoord Rotterdam in der Saisonpause jetzt im Sommer erst noch verstärkt den Kader im Vergleich zum letzten Jahr und macht aus meiner Sicht eben damit, hat er die größten Chancen, den Titel zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Ajax Amsterdam sehe ich auf einem ähnlichen Level wie letztes Jahr, von daher würde ich hier den zweiten Platz tippen. PSV Eindhoven ist für mich auch jetzt nach dem Ausscheiden in der Europa League Quali ganz bitter in Kroatien gegen Osijek. Schon jetzt steht in Eindhovenaren eine sehr schwere Saison vor der Tür. Und ich gehe davon aus, dass wir auch schon bald den ersten Trainerwechsel hier begrüßen können. Ligaweit gesehen halte ich Fefefe Venlo und auch den FC Utrecht für mögliche Überraschungsteams. Fefefe Venlo hat sich ebenso gut verstärkt, unter anderem mit zwei deutschen Spielern und könnte meines Erachtens den Platz auf einen einstelligen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Und der FC Utrecht ist für mich eine potenzielle Nummer 3 oder Nummer 4. Fußball satt also an diesem Wochenende. Langeweile muss nicht sein. Und ich gebe euch gleich auch noch einen Programmtipp mit auf den Weg. Samstag 20.35 Uhr könnt ihr auf Sportdigital das erste Spiel von Ajax Amsterdam verfolgen. Sie sind zu Gast bei Almelo. Ja, und das war's für diese Woche von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann hier am Montag wieder. Und als kleine Vorspeise auf die Eredivisie gibt's jetzt noch die schönsten Tore von Armin Younes, dem Deutschen in Diensten von Ajax Amsterdam. Viel Spaß und bis nächste Woche.